Moin, liebe Modellbahnfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Herbstneuheiten sind da von Märklin. Mein Gott, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, es ist eine super Idee, jetzt wieder was rauszuhauen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ein Pickepackers-Programm da, auch wenn das diesmal deutlich weniger Seiten sind wie beim letzten Mal. Ja, Spur A0 ist wieder der Großteil, Spur Z und Spur 1 haben jeweils zwei bzw. drei Seiten. Das ist ja nicht sehr viel. Es gibt wieder ein Weihnachtsvideo, falls ihr mit dem Modellbahn-Hobby starten wollt oder noch eine dieser Startpackungen gerne haben wollt, dann macht das gerne mit dem Gutschein. Ihr spart dann bis zu 80 Euro. Oder ihr spart 80 Euro, oder? Egal. Lasst uns mit den Neuheiten anfangen und dort ist als erstes der Bubi-Kopf. Ja, die Baureihe 64. Ihr Aussehen verhalf ihr zum Spitznamen Bubikopf und die hat vorne und hinten eine Telex-Kupplung, ist also auch super zum Rangieren und hat serienmäßig einen eingebauten Rauchsatz. Das ganze Komplettpaket kriegt ihr für 419 Euro. Ist für mich bei den Neuheiten jetzt so vom Preis-Leistungs-Verhältnis sicherlich die beste Lokomotive, auch wenn das hier eine kleinere, also es ist ja eine kleine Dampflokomotive, aber sie gehört auf jeden Fall zu den deutlich besseren Lokomotiven, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Liegt vielleicht daran, dass sie MHI exklusiv ist, keine Ahnung. Sound, Telex, Rauch, was will man mehr bei einer Dampflok? Vielleicht guten Sound. Ja, und dann nochmal Telex-Kupplung, die Baureihe, ja, 294, eine Diesel-Lokomotive und da werde ich tatsächlich vielleicht schwach. Ich habe nämlich noch gar keine Lokomotive mit Telex-Kupplung bei mir und die könnte ich mir tatsächlich sehr gut im Rangierdienst vorstellen. Hier gibt es ja ein Wagenset dazu, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen mit landwirtschaftlichen Geräten. Ich kann mir die aber auch sehr gut vor Containerwagen oder vor Kesselwagen vorstellen. Die hat tatsächlich auch einen drehbaren Lokführer, Kupplungswalzer, Telex-Kupplung, Sound für 399 Euro. Auch gehört sicherlich zu den besten, mit den besten Preis-Leistungs-Verhältnissen hier. Ist trotzdem natürlich auch erstmal eine Summe, die man bezahlen muss und können muss. Vielleicht werde ich wirklich schwach, weil gut, das Gimmick mit den Lokführer brauche ich nicht, aber so eine Telex-Kupplung und allgemein die Diesellokomotive fehlt mir noch. Und ich hab ja ein Auge auf diese Mittelführerstand-Diesellokomotiven, wie die 294 geworfen. Also vielleicht kommt die tatsächlich auf meine Anlage. Muss ich nochmal in mich kehren, ob ich bereit bin, 400 Euro für so eine Lokomotive UVP zu bezahlen. UVP. Dazu gibt es dann dieses Wagenset, beziehungsweise zwei Wagensets, einmal 129 Euro, einmal 139 Euro. Finde ich auch sehr spannend, dass man die nicht alle zusammen kaufen muss, sondern auch nur zwei Wagen kaufen kann. Ja, wer Interesse daran hat, für mich, wie gesagt, eher die anderen Wagen, die beiden Sets sprechen mich jetzt nicht an, obwohl man natürlich die landwirtschaftlichen Geräte auch auf der Anlage sicherlich sehr gut verbauen kann. Mir sind das hier aber auch einfach wirklich zu viele gleiche Gerätschaften bzw. Anhänger. Ich glaube, dass die sind fürs Heu da oder sowas. Ja, dementsprechend werde ich da auf jeden Fall nicht zuschlagen. Der MAE hat sich aber noch was weiteres gedacht, den VT 92.5 in ja, einer blauen Lackierung mit Podest, 449 Euro für unglaublich viele Lichtfunktionen, also Führerstand, Gepäckraum, Gang, WC, Schlafabteil und Spindraumbeleuchtung digital schaltbar. Und on top, warum auch immer, beidseitig eine stromführende Kurzkupplung. Ich würde den alleine rumfahren lassen, glaube ich. Also, wofür? Also, welche Wagen sollen da dran? Was? Wieso? Ich verstehe es nicht ganz, aber ja, bin ich drüber gestolpert, fand ich irgendwie lustig. Schönes Modell, wenn ihr Fan davon seid. Vielleicht ist es ja was für euch, gerade mit dem Sockel. Aber da braucht ihr halt auch keine, braucht ihr viele der Digitalfunktionen jetzt nicht unbedingt. Ja, außer ihr schließt die halt an. Aber prinzipiell finde ich sowas immer nicht verkehrt. On top gibt es dann noch
den Stern, Sonne, Wagen, Radio, quasi diese bedruckten Wagen. 39,99 finde ich für gedeckte Güterwagen auch eigentlich mal mindestens 5, wenn nicht sogar 10 Euro zu viel. Da frage ich mich ja auch, weil der mit Montageaufwand für so einen Güterwagen ist jetzt im Vergleich zur Startup-Variante nicht unbedingt viel mehr. Natürlich ist der deutlich detaillierter mit der Form und so weiter, aber das muss in meinen Augen auch günstiger gehen. Aber das ist meine Meinung. Bin ich ja mal gespannt. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Allgemein zu den Preisen. Falls ihr noch nicht genug Dampflokomotiven habt, es gibt auch noch die Baureihe 86 aus dem Erzgebirge. Auch eine wunderschöne Dampflokomotive und DR-Freunde können sich jetzt mal wirklich freuen. Bei Märklin gibt es ja nicht so viele DR-Modelle. Gut, es gab jetzt die Tiger-Trommel, aber auch hier eine DR-Dampflok, die so, glaube ich, auch heute noch im Erzgebirge fährt bei Museumsbahn. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auch das Baureihe 86 ist auch eine schöne Lokomotive. Was mir hier nur negativ aufgefallen ist, sie ist nur eingerichtet für den Rauchsatz. Und das ist auch ein Thema, was mir immer mehr auf die Nerven geht, dass die Dampflokomotiven nicht automatisch einen Rauchsatz ausgestattet haben. Und wenn wir das auch nochmal vergleichen mit dem Bubikopf, der hatte Telex-Kupplung und Rauchsatz ausgestattet. Jetzt soll ich 449 Euro für eine Lokomotive ausgeben, die weder Rauchsatz noch Telex-Kupplung hat. Das verstehe ich ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, das kann man mir auch nicht so erklären, dass ich das verstehe. Also, sorry. No. Zu der Lokomotive, also ja, schöner Dampf in Realität. Auch hier glaube ich, es gibt genug Wagen im Märklin-Sortiment, die man kombinieren kann mit dieser Lokomotive. Oder aber ihr nehmt die Schneeschleuder, wenn ihr eine Winteranlage habt, als kleiner Zusatz. Und da finde ich es tatsächlich eine schöne Sache, dass 10.000 Euro an die Eisenbahnfreunde bzw. an das Eisenbahnmuseum in Schwerin geht. Dementsprechend, ja, dort gab es ja den verheerenden Brand und das Ganze ist dann Teil des Erlöses, den Märklin mit dieser Dampfschneeschleuder macht. Ist ein Digitalmodell, der Rotor kann sich bewegen, es gibt Lichtfunktionen, es gibt Soundfunktionen. Ist überhaupt nichts für mich, ich habe keine Winteranlage und wenn, dann feiere ich tatsächlich die LGB-Schneeschleudern mehr, weil die ja auch wirklich eine Funktion haben im Winter im Garten und das sieht echt cool aus, finde ich. Weniger cool aussieht in meinen Augen die G2000 von Foslo. Sie spricht mich einfach nicht an, aber versteht mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht die Foslo-Modelle verteufeln. Sie erfüllt ihre Funktion. Sie soll hauptsächlich Gewicht auf das Gleis bringen und Güter ziehen. Und sie hat ihre Daseinsberechtigung. Was ich sehr spannend finde, ist, dass sie von der X-Rail GmbH Aachen ist. Das heißt, theoretisch müsste ich die auch irgendwann mal in meiner Heimat sehen können. Vielleicht frage ich mal meinen Vater, ob er die dort fahren sieht. Aber als kleiner Tipp, es gibt auch noch andere Foslo-Lokomotiven, die man mal rausbringen könnte. Und da gibt es durchaus auch Modelle, die mich ansprechen. Ebenfalls spricht mich nicht an und die habe ich aber tatsächlich schon fahren sehen, die Class 66 von Rhein Cargo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die fahren sehen habe. Die fährt auch gerne Tankwagen hin und her. Eine wirklich große Diesellokomotive, die Krach macht. Sie hat dynamischen Rauchausstoß und dazu gibt es ein Wagenset. Die Lokomotive kostet 489 Euro. Ja, und die Wagen kosten nur 89 Euro oder 90 Euro weniger. Und da kann ich durchaus den ein oder anderen Kommentar oder das ein oder andere Kommentar unter dem Video von Märklin nachvollziehen, denn für mich ist dieses Wagenset 100 Euro zu teuer. Es müsste 299 Euro kosten und nicht 399 Euro, finde ich jetzt. Oder mal mindestens 50 Euro weniger. Das ist schon echt happig. 400 Euro für 6 Wagen ist eine Hausnummer. Und ja, es sind vielleicht filigrane Kesselwagen mit Zusatz und Pipapo. Aber
Es sollte ja im Verhältnis zu, ich kaufe einen einzelnen Wagen, sollten Sets in meinen Augen immer etwas günstiger sein und das ist hier nicht gegeben. Und es kommt gleich auch ein, kommen gleich zwei gute Beispiele, warum das nicht der Fall ist. Also ich bin nicht bereit, 399 Euro dafür auszugeben. Das ist mir viel zu teuer. Also wirklich viel zu teuer. Und eigentlich hätte ich schon gerne mal GRTX-Wagen auch gehabt. Die sieht man oft genug rumfahren. Nicht rumfahren, aber im Museum in Nürnberg sieht man die S26 und anlässlich 125 Jahre Verkehrsmuseum Nürnberg hat sich die Firma Märklin gedacht, lass uns die S26, die dort steht, in grüner Farbgebung herausbringen. Jetzt möchte ich dazu erwähnen, die Lokomotive, die im Verkehrsmuseum steht, hat keine grüne Farbgebung, wie sie hier abgebildet ist. Das ist auch in meinen Augen echt ein Exot. Ich habe die nie fahren sehen. Ich bin persönlich eher ein Freund der S36. Es ist trotzdem, wenn man dort ist, eine sehr beeindruckende Dampflokomotive, wenn man hier durch den Gang gehen kann. Habe ich letztens erst wieder gemacht. Das ist ein tolles Erlebnis. Für Freunde sicherlich eine tolle Lokomotive. Mir gefällt sie einfach schon alleine hier vorne mit dem Schornstein nicht. Ja, aber wenn ihr Fan davon seid, greift zu. Jetzt kommt das Beispiel, was ich erwähnen wollte. Bitte nach unten gucken. Dort gibt es einen Chemiekesselwagen von VTG. Der sieht relativ ähnlich so, also ist relativ ähnlich zu den Wagen, die wir eben gesehen haben. Der kostet aber nur 49,99. Wenn ich 6 mal 49,99 rechne, komme ich auf ungefähr 300 Euro. Deswegen auch meine Erwartungshaltung 300 Euro, weil die GATX-Wagen vielleicht etwas länger sind, etwas mehr dran haben, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal genau wirklich gucken. Länge über Puffer, hier sind 18 cm und 19,6 cm, ne? Aber das rechtfertigt dann nicht 15 Euro teurer, in meinen Augen. Ja, oben Militär finde ich aktuell echt schwierig, deswegen springen wir einfach weiter, weil ich möchte hier nicht unbedingt in Politik und sowas einsteigen. Könnt ihr aber natürlich gerne auf der Anlage fahren, wenn ihr das anders seht. 339 Euro müsst ihr bezahlen, ebenfalls für Telex-Kupplung. Was ist denn hier los mit den Telex-Kupplungen? Das ist ja schon das dritte Modell, was eine Telex-Kupplung hat und einen Kupplungswalzer. Ich finde das 339 Euro für so eine kleine E-Lokomotive aber auch verdammt viel Geld. Ja, aber wenn ihr Schweiz-Fan seid, euch diese Lokomotive anspricht, dann macht ihr, denke ich mal, nicht so viel verkehrt, weil Qualität haben die Modelle von Märklin dann ja schon und halten tun sie in der Regel auch sehr lange, zumindest ist bei mir da so der Fall. Ja, ich bin kein Schweiz-Fan, dementsprechend kann ich da halt auch nicht viel zu sagen. Ich finde halt nur 339 Euro für so eine kleine Lokomotive dann auch oft echt viel Geld. Gilt auch für diesen Hochbordwagen. Die kriegt man halt auch noch und nöcher gebraucht zu kaufen in etwas anderer Lackierung, vielleicht nicht dieselbe Detaillierung. Die kosten dann aber keine 37,99. Und was ich hier auch wieder sehr schade finde, man könnte doch die Nummer einfach hochzählen, einen Wagen. Und dann, weil jetzt hier wird einem ja vorgeschlagen, denselben Wagen fünfmal zu kaufen. Dann habe ich fünfmal einen Wagen hintereinander, der identische Nummer hat, was total unnötig ist, weil man könnte einfach die Nummer hochzählen lassen. Weil die zählt ja auch an der Produktion, also bei echten Wagen zählt die ja auch einfach hoch. Und das kann man auch in der Produktion einfach daran koppeln. Wagen 1 kriegt die Nummer 0001 und so weiter und so fort. Könnte man doch mal umsetzen. Gefällt mir übrigens bei Modellbahnunion immer sehr, sehr gut bei diesen Seemodellen. Da hat das aber ja auch den einfach diesen, ja, dass man halt nur, dass jedes Modell das nur einmal gibt, unikatmäßig so. Das hätte man dann hier auch. Und so schwierig kann das nicht sein, die Nummer hochzählen zu lassen. Oder von mir aus 5 Varianten oder 10 Varianten, wenn man dann sagt, oh Gott, bloß nicht. Viel zu viel Komplexität, was ich nicht sehe, aber naja. Vectron, wir haben noch nicht genug Vectrons. Die fahren ja aber auch überall auf dieser Welt, in Deutschland zumindest. Ich konnte heute wieder in Natura sehr viele Vectrons sehen. Auf der Strecke von Hannover nach Hamburg.
Wenn ihr 419 Euro habt, dann könnt ihr euch diesen den SBB Cargo Vectron kaufen. Aber wartet mal ab. Also es ist ein klassischer Vectron mit Zinkdruckguss. Ich glaube, wir haben schon x-mal drüber geredet. Aber was ich ja immer nicht verstehe, ist, dass der zweite Vectron, den Märklin präsentiert hat, nur 10 Euro mehr kostet, beziehungsweise warum eigentlich eher umgekehrt. Warum dieser Vectron kostet 429 Euro, hat 4 Pantographen, der andere Vectron hat 2 Pantographen, kostet 419 Euro. Wenn ich mir überlege, wie viel so ein Pantograph kostet als Ersatzteil, dann verstehe ich die Logik dahinter nicht. Und ja, es dreht sich irgendwie so. Es ist das mit dem Rauchsatz, Telex-Kupplung. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich verstehe diese Preispolitik nicht mehr. Und das ist kein gutes Zeichen, finde ich. Weil, ja, man fühlt sich dann halt teilweise auch ein bisschen veräppelt, wenn man etwas mehr für ein Modell bezahlen soll, als zwangsläufig notwendig wäre. Ja, auch Zinkdruckguss, ne? Wie gesagt, alles dasselbe, etwas andere Bedruckung, aber halt 2 Pantographen mehr und ihr müsst nur 10 Euro mehr dafür bezahlen. Also der hier ist dann wahrscheinlich etwas teurer und die Firma Märklin macht damit etwas mehr Gewinn als mit diesen hier. Oder aber die Pantographen als Ersatzteile sind viel zu teuer. Das kann natürlich auch sein. Ja, und wenn ihr dann nochmal die nächste E-Lokomotive nimmt, den Taurus, der kostet 399 Euro. Gut, ist das halt ein Modell, was von der Form her vielleicht nicht so aufwendig ist, aber auch das ist eine E-Lok. Wird wahrscheinlich einen ähnlichen Montageaufwand haben wie eine Vectron und kostet einfach 399 Euro, knapp unter 400. Wobei ich da auch sagen muss, es gab mal eine Zeit, wo der 275 Euro gekostet hat. Und ihr wisst es wahrscheinlich, falls ihr es nicht wisst, ich bin ein absoluter Taurus-Fan. Es ist so schade, dass ich noch keinen ÖBB Taurus auf meiner Anlage habe, denn ich habe mich damals, als ich als Kind in Österreich war, in diese Lokomotive wirklich verliebt. Ich liebe diese Tonleiter. Ich möchte diese Tonleiter auf meiner Anlage haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Modell meinen Traum erfüllen kann, weil ja, ich habe Märklin sehr oft beim Sound verteidigt, aber beim Taurus traue ich denen dann doch nicht irgendwie zu, dass sie das schaffen. Mal gucken. Für mich wäre das jetzt so ein Fall von ich liebäugel dann doch lieber mit einem Roco Taurus, der auf AC umgerüstet ist, beziehungsweise es gibt ja genug AC-Modelle von Roco, auch ÖBB-Variante, kann die 1016er oder die 2016er Serie sein, ist mir ehrlicherweise egal. Hauptsache die Tonleiter passt, weil ich feiere die einfach nur. Also ich liebe sie und ich möchte sie auf meiner Anlage haben. Trotzdem habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe es ja oft genug gesagt, ich möchte gerne einen Taurus haben, einen ÖBB Taurus. Hier ist der, man hat das wahrscheinlich irgendwie gehört. Ja, und muss dann jetzt damit leben, dass ich trotzdem noch nicht weiß, ob ich es mir hole, weil 399 Euro sind halt auch eben viel Geld. Und weniger Geld muss man für die Wagen bezahlen dazu. Ich finde es ja eigentlich sogar gar nicht schlimm, dass die nicht beleuchtet sind, weil dann kann ich die Beleuchtung nachkaufen, nachträglich einrüsten. Man hat auch die Möglichkeit, andere Beleuchtung einzubauen. Also man muss ja nicht unbedingt die von Märklin nehmen. Es gibt ja noch andere Beleuchtungssysteme. Ja, die ÖBB-Wagen finde ich sehr gelungen, sehen gut aus. Gut, das ist jetzt hier im Katalog, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in echt dann auch sehr gut aussehen. Von der Größe her passen die auch gut auf die Anlage. Also hier könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, einen 4- bzw. 5-Wagen-Zug zu gestalten und diesen auf meiner Anlage fahren zu lassen. Das wäre dann tatsächlich der erste österreichische Zug auf meiner Anlage. Wäre doch mal ganz schön. Ja, ich mag eigentlich die österreichischen Modelle. Ich liebe Eugel ja auch immer noch mit einem Railjet. Den gibt es aber noch nicht von Märklin. Vielleicht kommt der ja auch irgendwann mal. Ich bin gespannt. Weil was mich immer so wundert, die sitzen ja da unten in Süddeutschland. Und München ist jetzt nicht so weit weg von Göppingen. Also es ist immer noch ein Stück. Aber wenn man das mit Hamburg beispielsweise vergleicht, ist München weiter weg. Und dort fahren ja die Railjets. Also man muss gar nicht so weit gucken. Muss nicht bis Österreich gucken.
Dann gedeckter Güterwagen GS von Niederlanden. Die gehen diesmal wirklich sehr, also da gibt es nur sehr wenig. Ein Postwagen für die Belgier, gibt es einen BP-Kesselwagen, der mich irgendwie auch nicht anspricht. Es sind immer so diese kleinen, also bitte nimmt das nicht übel, ne? Aber gefühlt gab es diese Wagen schon x-mal. Und man kauft die sich besser gebraucht, weil ob da jetzt Post draufsteht oder irgendwas anderes, ist doch egal. Also, ne? Wenn euch wichtig ist, dass Niederlande ist, dann habt ihr natürlich gebraucht, wirklich Schwierigkeiten, was zu finden. Aber wenn euch das egal ist, dann findet ihr diese beiden Wagentypen in jedem Gebrauchtwagen oder auch bei eBay. Die werden euch hinterhergeworfen. Für 5 Euro oder sowas oder 10 Euro. Aber ihr müsst keine 42,99 oder 39,99 dafür bezahlen. Für Dänemark gibt es einen Wagen, der 59,99 kostet. Vielleicht liegt es an den verstellbaren Puffern und Drehgestellen. Auch das finde ich mittlerweile echt viel für so einen Wagen. Gut, der ist relativ lang, 26,7 cm. Aber wenn man sich das überlegt, der kostet jetzt fast so viel wie die Personenwagen davor. Und in den Personenwagen sind noch Sitze drin und so weiter. Also da sind deutlich mehr Sachen drin. Cool finde ich hingegen diese drei Wagen hier, die gealtert sind, weil die Alterung sieht halt echt cool aus. Also wenn man sich das dann überlegt, hier links, da die Schrift ist schon, glaube ich, ein bisschen abgerubbelt oder hier, ne? Also die sehen wirklich unterschiedlich aus. Was ich seltsam finde, sind die Dinger hier, diese Stempel da. Das sieht fast so aus, als hätte man den Wagen genau dort eingetunkt oder sowas. Also die sehen nämlich überall gleich aus und das hat mich schon irritiert, weil ansonsten mag ich diese Alterung. Ich werde mir die Wagen nicht holen, weil ja, aber ich finde es cool, wenn wir mehr solche gealterten Wagen bekommen. Die als DB Cargo-Dinger da wäre auch mal ganz cool. Und dann gibt es hier unten Green Cargo Pure Performance. Den fände ich in gealterter Form eigentlich auch noch schöner, als er jetzt ist. Diese Farbe. Nee, nee, Leute. Ja, aber wenn ihr Schweden-Fan seid, 67,99 ist aber halt auch für einen Containerwagen sehr viel Geld. Ja, und wenn man das mal 6 rechnet, dann kommt man halt auch auf 499 Euro für die GATX-Wagen. Ist mir aber dann auch ehrlicherweise zu viel. Ist auch eine Formvariante. Bis auf das Überraschungsmodell sind das, glaube ich, alles nur Formvarianten oder Neuauflagen. Hier haben wir das Überraschungsmodell, das wurde ja vorher schon angekündigt. Eine wunderschöne Dampflokomotive in meinen Augen. Ich feiere die ja auch. Albatros habe ich auch gefeiert. Nicht, dass ich sie mir kaufen würde, aber wenn die jetzt noch die hat nur einen serienmäßig eingebauten Rauchgenerator. Wenn sie jetzt noch dynamischen Rauchausstoß hätte, wäre das ein Modell, da könnte man sich nicht beschweren drüber, was die Funktionen angeht. Ich weiß, liebe Leute, Zaun und Märklin, das passt für viele nicht. Dazu gibt es dieses Personenwagen-Set, 189 Euro sagen, die sind nicht beleuchtet, die dürft ihr dann nachträglich beleuchten. Finde ich sehr schade für ein Überraschungsmodell. Der erwarte ich dann eigentlich auch über beleuchtete Wagen. Und ja, aber. Und drei Wagen sind auch ein bisschen wenig. Also da fehlen noch zwei, finde ich. Also. Da hätte man gerne noch ein weiteres Set machen können. Mit zwei Wagen. Und dann auch Schlussbeleuchtung, ne? Ihr kennt das ja. Noch eine Dampflokomotive. Der Flying Scotsman in etwas gewöhnungsbedürftigter Lackierung, wenn man mal ehrlich ist. Mir gefällt der in Grün deutlich besser. Auch das eine wunderschöne Dampflokomotive. Sie ist halt preislich leider etwas zu teuer gewesen, als dass ich sie mir hätte kaufen wollen. 599 Euro kostet auch die wieder. Hat, so viel ich weiß, dieselben Funktionen wie der grüne Flying Scotsman. Ist es einfach nur eine andere Farbe. Wenn ihr Flying Scotsman-Fan seid, macht ihr sicherlich nichts falsch. Es fehlen leider immer noch die Wagen dazu, aber vielleicht kommen die ja mal raus. Jetzt kommen wir nach Amerika. Da gibt es mal wieder eine Farbvariante für eine Diesellokomotive, weil es so einfach ist, ja, 489 Euro. Wenn ich mir überlege, dass man für einen Zug davon zwei oder drei braucht, damit das Ganze realistisch aussieht, kostet halt ein bisschen was. Beide Modelle haben dynamischen Rauchaufstoß. Ja, also für die Amerikaner muss man halt auch was bieten, ne? Also das ist einfach so und
ja, mich sprechen die Modelle nicht an. Ich habe sie zwar fahren sehen, also nicht die, aber halt diese Lokomotiven dort vor Ort. Aber ich werde kein großer USA-Fan. Dazu gibt es dann noch diese Hoppercars oder genau die Hoppercars, wie sie heißen, 12 Wagen direkt im Set. Kannst du dir dann dreimal kaufen damit und dann realistisch einen Zug darstellst und bist am Ende mit den Diesellokomotiven irgendwie 3000 Euro los. Ja, muss nicht sein, finde ich. Also passt auch nicht auf die Anlage. Oder würde auf die Anlage passen, aber halt nur der eine Zug. Vielleicht maximal zwei davon. Und Bahnhof anhalten kann der halt auf jeden Fall nicht. Aber das sähe schon lustig aus, so ein Güterzug auf der Anlage. Ich weiß aber nicht, ob der mit 36 Hoppercars hochkäme bei meiner Anlage. Dafür ist, glaube ich, die Steigung ein bisschen zu hoch. Internationaler Tag der Modellbahn am 2. Dezember. Wieder vormerken, gibt es bestimmt auch wieder Livestream von Eisenbahnromantik und Pipapo. Ich bin gespannt. Dafür gibt es einen Wagen 1999. Ja, und dann der Katalogwagen, der kostet halt einfach 26 Euro mehr, weil er ja so einen besonderen Druck hat und hier oben noch angesetzte Details hat und hier, ne? Aber ob das jetzt wirklich so ausschlaggebend ist. Und dann gibt es noch ein neues Dampf- und Reinigungsdistillat. Ja, den Preis pro Liter hier für die Kleine sollte man sich besser nicht durchlesen. Da kann man sich nämlich dann auch direkt, wenn man so viel mal auf einmal kaufen sollte, könnte man sich davon auch direkt ein paar Wagen kaufen. Aber prinzipiell finde ich es ja gut, also viel braucht man eh nicht, also ich habe mir mal Destillat geholt von Seuter und das ist immer noch da. Also es nimmt auch gefühlt nicht ab. So, liebe Leute, wir sind bei Z angekommen und da das so wenige Seiten sind, mache ich das jetzt schnell auch nochmal. Rheingold, wunderschöner Zug, Bügelfalte in Rheingold-Design, sieht auch immer sehr schick aus. Ich finde das ja wirklich 249 Euro Glockenankermotor. Sound ist da, glaube ich, sehr schwierig bei Z. Dazu gibt es dann noch die Wagen, alles super filigran, klein. Viel Spaß beim Einkleben der Figuren. Hut ab vor allen Leuten, die es machen. Das einzig Schöne an Z ist, Platz ist da nicht so das große Problem. Also da hat man sehr schnell so viel Platz, dass für so eine Z-Anlage, die passt ja theoretisch sogar in den Koffer rein. Ist wahnhaft. Und dann gibt es noch die 38, also die P8 als Bronze-Gussmodell, wenn ich es richtig verstanden habe, dementsprechend auch etwas teurer. Ich weiß nicht, die hat mich irgendwie nicht angesprochen im Video. Die sah irgendwie nicht so ansprechend aus. Aber wenn ihr Fan davon seid, und dann gibt es noch Sekttransport. Das ist ja was für die Leute, die gerne Sekt trinken. Ich tue das gar nicht. Ja, ich finde auch immer diese Puffer bei Z, das, ja, sieht irgendwie nicht sehr realistisch aus, sorry Leute, aber ja. Aber jedem das seine, wie gesagt. Dann gibt es noch die Dampfschneeschleuder und die Vectron mit 4 Stromabnehmern. Also ein Set dann noch Oberleitung zu bauen, das ist ja auch sowas von filigran. Und ab Oktober bei ihrem Fachhändler. Bei Spur 1 gibt es noch und nöcher 151er, eine wunderschöne E-Lokomotive in unterschiedlichen Farbgebungen. Ich finde es auch immer bemerkenswert, was bei Spur 1 dann so ein Modell kann. Dementsprechend ist dann aber auch der Preis, das ist dann in Sphären, in denen bewege ich mich auf jeden Fall noch nicht, dass ich so viel Geld für eine Lokomotive ausgeben möchte. Wobei es sicherlich dann Leute gibt, die Spur 1 fahren, die sagen, ja, aber dafür kaufen wir ja auch so eine Lokomotive einmal alle 3 Jahre. Und wenn man das dann hochrechnet, gibst du für H0 viel mehr aus. Das mag alles sein, aber für so eine Lokomotive muss man dann doch relativ lange sparen. Dafür kann die dann aber auch einiges. Also der Pickboy war ja sagenhaft, dieses Modell. Wahnsinn. Einfach nur gewaltig. So viel Platz muss man dann halt auch erstmal haben. Ich habe ihn nicht. Trotzdem, schöne Baureihe. Ich habe sie ja auch auf meiner Anlage fahren in H0. Dementsprechend, wenn ihr sie noch nicht habt, in Spur 1, jetzt könnt ihr euch wirklich aussuchen, welche ihr haben wollt. Sogar Zebra ist dabei. Also da zeigt sich dann, dass man unterschiedliche Farbvarianten auch gleichzeitig rausbringen kann. Gut, damit sind wir ans Ende dieses Videos angetroffen. Die Schweineschnauze möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auch die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
Ich meine, gut, wenn man 2650 Euro bezahlt für so ein Ding, dann kann man auch ein bisschen Customization erwarten, ne? Also, dass man sich dann noch die Variante aussuchen darf. Ja, wir sind ans Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Es tut mir leid, dass ich bei den Preisen diesmal so negativ eingestimmt habe, aber es sind mir einfach so ein paar Sachen etwas negativ aufgefallen, muss ich halt so sagen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Trotzdem fand ich es insgesamt echt positiv. Also ich bin positiv überrascht worden von den Modellen. Es sind sehr schöne Modelle für mich dabei. Ihr habt es ja auch rausgehört, 294, Taurus, die ÖBB-Wagen. Mal gucken, ob ich schwach werde. Aktuell schrecken mich halt die Preise noch ab. Und da muss sich in meinen Augen was ändern. Also es kann ja nicht jetzt weitergehen, dass die Preise immer weiter steigen, denn die Preise sind in den letzten Jahren und ja, es ist alles teurer geworden, aber Modellbahn ist in meinen Augen zu teuer geworden und die Preisexplosion im Modellbahnbereich ist halt wirklich, ja, an eine Stelle, wo ich sage, das ist nicht mehr gut. Das ist auch nicht gut für die Firma Märklin. Und dementsprechend, ja, hoffe ich einfach mal, dass sich da jetzt was tut, dass man das vielleicht mal angreift, dass man mal sagt, so, jetzt lasst uns versuchen, die Sachen wieder günstiger herzustellen. Ja, vielleicht da mal rein investieren in gute Lösungen, um die Modelle mit hohem Detaillierungsgrad, also statt jetzt immer noch mal weiter Detaillierung, vielleicht mal überlegen, wie kann man das Ganze deutlich schneller, kostengünstiger herstellen, ohne dass man ins Ausland geht. Weil ich finde das wirklich bei Märklin einer der Pluspunkte, dass sie eben in Deutschland produzieren. Und ich hoffe, dass sie das auch weiterhin beibehalten können. Aber da muss ich dann halt auch was tun. Und dementsprechend hoffe ich, dass man da die richtigen Schlüsse zieht, denn ich würde auch gerne noch in 10, 20 Jahren mir Modellbahn leisten können und bin mir selber nicht so sicher bei dieser Endpreisentwicklung, ob ich das dann noch kann oder möchte. Danke fürs Zuhören. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. Die ernsten Worte wollte ich mal loswerden, weil einfach das den Anlass gemacht hat. Ich hoffe, ihr seid trotzdem beim nächsten Mal wieder mit dabei. Seht ein bisschen nach, dass ich dieses Mal ein bisschen negativ eingestimmt war. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann wird's vielleicht auch wieder lustiger. Bis dahin, euer Matthias.